Danke, Waldläufer. Grabwandler. Nein, danke, heller Herrscher. Wir sind quitt. Ich will die Festung nicht. Ich will die Festung nicht. Ich will die Festung nicht. Ist das Bruce? Du hast ihn gebrochen. Ich will die Festung nicht. Ich will. Lieber würde ich sterben, als so zu leben. Darum geht es. Komm, Waldläufer. Lass uns verschwinden. Davon bekomme ich Albträume. Du bist grausam, Grabwandler. Jetzt weiß jeder Ork in Mordor, dass es nichts bringt, uns herauszufordern. Na, will ich hoffen. Ich will die Fälschung nicht. Ich wollte sie nicht. So, einen wunderschönen, liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in Mordor. Auf der Suche nach Bruce, den Arsch. Und wir haben ihn gefunden. So ein Redback meint, dass er ihn gefunden hat. Bin ich mal gespannt, ob das auch stimmt. Moment. Erstmal schnapp ich mir hier das Juwel. So. So, Redback. Was sagst? Ach nee, er hat Waldläufer gefunden. Stimmt ja. Nicht Bruce, sondern Waldläufer. Helfen wir ihm mal. Waldläufer, also Grabwandler. Oder lieber heller Herrscher. Wie viele Namen hast du denn? Ach egal, ich habe Waldläufer gesehen. Meinen Waldläufer. Bist du dir da sicher? Mit meinen eigenen Augen. Ich wäre ja in die Höhle gegangen und hätte ihn selbst gerettet, aber er wird schwer bewacht. Wenn du ihn gefunden hast, wollte Bruce das so. Das ist noch so eine Falle. Du hältst nicht viel von mir, oder? Nicht wirklich. Na gut, dann haben wir schon mal seinen Waldläufer gefunden und einen Schritt mehr zu Bruce. Das gibt Rache, ich sag's euch. Der kriegt mein Schwert in seinen Rücken. Darauf freue ich mich schon. Und jetzt? Da drin? Erkundige die Höhle. Ja, gut. Bleibt mir hier draußen, ich kümmere mich mal drum, ne? Hi. Hey, Bruce. Was ist los mit dir? Du hast eine Armee zu führen und einen Krieg zu gewinnen. Aber du verschwendest deine Zeit mit der Rettung eines hirnlosen Schrack. Tja, du solltest dich beeilen. Ein paar von meinen Karagor sind seit heute Morgen echt mies drauf. Also hab ich sie freigelassen. Yeah. Sie hungern schon seit Tagen. Du musst Waldläufer retten. Ich bleib hier draußen, falls Bruce zurückkommt. Aha. Du musst Waldläufer retten. Oh. Du solltest wissen, dass ich mit dem Trottel nicht gerade sanft umgesprungen bin. Och was, das ist noch untertrieben. Die Tränen, die er vergossen hat, köstlich. Im Gegensatz zu dem, was ich ihm angetan habe, sind die Pisse der Karagor die reinste Strecke. Eindeutig nicht, Waldläufer. Nein. Eindeutig nicht. Natürlich nicht. Dachtest du etwa, meine Spielchen mit dir wären vorbei? Nicht mal annähernd. Der Typ geht mir jetzt schon auf den Sack. Überall Feuer, Heile, Tod, Verderben. Er kommt aus der Höhle und fangt Bruce. Ja, kein Problem. Wo ist denn der Arsch? Wie jetzt? Wo ist Redback? Ja, nee, es klappt. Was macht der denn da hinten? Sollt ihr nicht aufpassen? So ein Spacken, ich sag's euch. So, du verpisst euch. Yeah.
davon, Kumpel! Schneller! Wer bist du denn? Verpiss dich! So, kommen wir mal zu dir. War das eine Falle? Ich sah Bruce zurückkommen und dann ist was explodiert. Und dann waren da all diese... ach so. Das war also eine Falle. Aber keine Sorge, ich habe gesehen, wo er hingegangen ist. Ich spüre ihn auf. Ist klar. Ist schon klar. Reine Zeitverschwendung. Nicht, wenn Redback Bruce aufspüren kann. Sobald er das schafft, beenden wir es. Das will ich auch hoffen. Such, Redback, such. So, ist er jetzt hier? Lass mich raten. Natürlich! Warum sollte er auch hier sein, ne? Redback, such ihn. Wo ist er? Er ist hier. Hier war ich noch nie. Doch, kurz. Nun ja. Dann werden wir auch hier wieder einen kleinen Abstecher machen. Ja, da sind wir nun noch 800 Meter entfernt. Hier musste ich leider einen Cut machen, weil der Ladebalken einfach mal unendlich groß war. Ich muss nur mal nachgucken. Beziehungsweise muss ich mir irgendwie aufschreiben, dass ich das ja nicht vergesse, da einen Cut reinzumachen, weil der war wirklich lang. Nun ja, so. Gucken wir mal. Online-Blutrache verfügbar. So, Bruce. Jetzt bist du dran. Wo bist denn? Schlimmer als der Tod. Oh ja. Jetzt mach ich ihn fertig. Triff dich mit Redback. Okay, kein Problem. Waldläufer! Ich hab Waldläufer! Und ich hab Bruce! Das kommt mir sehr vertraut vor. Explodiert dieser Waldläufer auch? Nein, diesmal ist sich Redback sicher. Während du in die Falle getappt bist, gut gemacht übrigens, habe ich Bruce aufgespürt. Der hässliche Schrock hat mich nicht entdeckt. Er hat meinen echten Waldläufer! Ich kümmere mich darum. Bleib außer Sichtweite. Ich habe genug von Überraschungen. Klar, bestens. Ja. Wir machen's auf deine Art. Kein Rumgetrödel. Lass mich das mal machen. Lass das mal dem Pama machen. eine Ratte. Hallo, Ratte. Bruce rechnet nicht mit uns. Schlagen wir zu. Erst retten wir Waldläufer. Waldläufer ist entbehrlich. Unsere Priorität sollte das Exempel an Bruce sein. Wir werden uns um ihn kümmern. Aber Waldläufer muss in Sicherheit sein. Ohne Alarm auszulösen. Ja, geil. Das Menschen. Noch mit Glück gehabt. Dann machen wir den mal. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Ich glaube, den kriegen wir so weg, ohne Alarm auszulösen. So, weg mit dir. Ich glaube, ich habe noch nie einen Olaf so laut schreien hören. Ich glaube, er ist vom Grabwandler besessen. Ich habe gehört, wie
hier vor sich hin murmelt. Schon von Ortok gehört? Er hat den Tag erwähnt, als Bruce eine seiner Launen hatte. Die dumme Made hat dafür ein Bein gelassen. So ein Narr. Hätte er besser wissen sollen. Ganz vorsichtig und leise. Ich frage mich, warum... Der hat nichts gesehen. Schnauze! Psst. Wäre ich Oberherr, könnte ich foltern, wen ich will. Ja, jetzt folgst du gar keinen mehr. Nehmen wir die beiden auch noch? Komm. Perfekt. Alle tot. Jetzt ist Bruce dran. Oh, da sind auch noch ein paar. Mist. Als ob. Gar nicht mal so wenige. Mist. Gehen wir mal hier lang. So ein Scheiß. Hätte ich das mal gewusst, dass es hier noch weitergeht. Aber egal, wir sind da. Können wir den wegmachen? Ach komm, das geht schon. Wir müssen nur ihn befreien und alles ist gut. Na, was geht? Alles in Ordnung. Ganz ruhig. 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 Kannst du gehen? Hab's nam Trupat, Brustschlagbahn, Rachernan. Das heißt dann wohl ja. Ja, der ist richtig schlecht gelaunt. Na denn? Ich nehme an, du bist bereit, es zu beenden. Ich bin es auch. Moment. Notieren wir ein Exempel an, Bruce. Warte. Ein Exempel, das Mordor nicht vergessen wird. Ja, ich... Nein, ich... Du hast diesen Krieg nicht begonnen. Doch es ist an dir, ihn zu beenden. Ja, toll. Boah, ich wollte doch noch... das Ding hier kaputt machen. Mist. Nun ja, dann muss ich ihn doch folgen. Mann. Ich nehme an, du bist bereit, es zu beenden. Ich bin es auch. Statuieren wir ein Exempel an, Bruce. Ein Exempel, das Mordor nicht vergessen wird. Aha. Dafür, dass er so groß ist, kann er ganz schön schnell sein. Alter, wie schnell der ist. Hi. Ich kann auch schnell sein. Hey, was zum Henker machst du hier? Und wer hat dir erlaubt, Waldläufer aus dem Käfig zu lassen? Wir beide werden dir eine Lektion erteilen. Das würde ich gern sehen. Hä? Was
sitz auf Bruce auf und reite ihn in die Explosionsfässer? Was? Nein! Moment, lass mich kurz. Okay, Moment. Lootet? Was ist mit ihm passiert? Hi. Au. Und ihn auch noch. Und zack, Stjauf. Au. Nochmal Glück gehabt. Wie kann ich denn auf ihn... Ey! Kann ich denn auf ihn aufsteigen? Nö, das geht nicht. Ja, und... Eins. Oh nee. Bin ich drauf? Oh, nee. Mann! Die klappt nicht mehr? Kann ich denn auf ihn den... Oh. Wieso funktioniert das nicht mehr? Na, lass mich. Ich muss noch zweimal auf ihn reiten. Nein, Mist. Ich krieg das nicht mehr hin. Doch jetzt. Nein, doch jetzt. Nee, warte. Ich wollte doch. Nein. Warum hast du ihn rausgeholt? Du Arsch, du gehst mir voll auf den Sack. Okay, jetzt ist es eh zu spät. So. Schlimmer als der Tod. Jetzt bin ich mal gespannt, was das kann. Tötet mich. Bringt es zu Ende. Nein. Waldläufer, komm her, du großer Nardu! Oh,
Kitorum du Rakutun Ro, Balanu. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Pagnak, Jambers Nusaida, Bustan Karikan. So sieht's aus. Es ist fast, als würde er sprechen. Was? Danke, Waldläufer. Grabwandler. Nein, danke, heller Herrscher. Wir sind quitt. Ich will die Festung nicht. Ich will die Festung nicht. Ich will die Festung nicht. Ist das Bruce? Du hast ihn gebrochen. Ich will die Festung nicht. Ich will. Lieber würde ich sterben, als so zu leben. Darum geht es. Komm, Waldläufer. Lass uns verschwinden. Davon bekomme ich Albträume. Du bist grausam, Grabwandler. Jetzt weiß jeder Ork in Mordor, dass es nichts bringt, uns herauszufordern. Na, will ich hoffen. Ich will die Festung nicht. Ich wollte sie nicht. Und das war's? Ich dachte, ich sehe, was ich ihnen antue oder so. So eine kleine Katzin oder so. Was ich ihnen gerade in seinen Kopf eingepflanzt habe oder so. Schade. Auf jeden Fall. Ha, neue Verbesserung. Schlimmer als der Tod. Nice. Das heißt... Er ist jetzt ein... Ja, was ist er jetzt? Er ist gebrochen. Er ist... ja, er ist nicht mehr. Und 100%. Wow. Das heißt... Den könnten wir ja theoretisch... Ja, mit Kanan weitermachen, die uns ja geholfen hat, den Blablabla. Ach, wie heißt das Vieh? Den Balrog zu besiegen. Dann würde ich sagen, auf nach Non. Wie komme ich denn jetzt da auf dem schnellsten Weg hin? Da. Gut. Dann würde ich mal sagen, war's das für heute. Dann, ja. Dann werden wir in der nächsten Folge mal Kanan besuchen. Beziehungsweise mal gucken, was passiert ist, weil ich glaube, Kanan ist ja tot. Oder besser gesagt, eingefroren. Und sie war ja eigentlich die Beschützerin des Waldes. Also könnte sein, dass naja, da jetzt so viel Terror ist und da müssen wir mal mit der Faust reinhauen und dafür Recht und Ordnung sorgen. Bin ich mal gespannt. Ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und denkt dran, Leute, immer schön den Lachs am Tisch knallen, ne?